Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Wie man gleich zu Beginn sieht, habe ich mich hier ein bisschen wieder ans Hausbau gemacht. Hier unten einmal einen neuen Raum für unsere Statuen, wo jetzt auch ein paar neue dabei sind. Dann hier habe ich schön alles wieder zugemauert. Genauso wie diesen Gang hier habe ich bis auf das kleine Stückchen hier auch gut zugemacht. Dann habe ich hier noch schön zwei Türmchen und eine Mauer hinten dran gemacht, die irgendwie ein Loch hat, das ich gleich vielleicht repariere. Mit Regenbogenblockwände und zwei Regenbogenblöcke. Ja. Und das ist auf beiden Seiten so. Und das Kuriose jetzt an dieser Festung, sag ich mal, ist, dass diese drei, hier habe ich ja das Ding rausgenommen, diese drei Behausungen nicht mehr akzeptiert werden. Genauso wie diese hier. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Falls ihr Terraria zockt und wisst, woran das liegt. Ich nehme jetzt den Kronleuchter mit. Lol. Oh, es hat gerade voll geleckt bei mir. Nee, da wollte ich nicht rein. Falls ihr wisst, woran das liegt, könnt ihr es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann als nächstes schon mal im Inventar. Und hier kann man sehen, ich habe jetzt die komplette Titanium-Rüstung. Ich habe nämlich jetzt in der Zeit noch ein bisschen Titanium gefahren. Und dann habe ich mir noch ein Schadensmesser gekauft. Der zeigt an, wie viel Schaden wir machen, glaube ich. Bin mir aber da noch nicht ganz sicher. Und ein Jojo, das habe ich mir aus Versehen gekauft, was ein Fehler war. Weil ich habe mir aus Versehen zwei davon gekauft. Ja. Egal. Was denn noch? Ja, das wäre eigentlich das Hauptding. Und wegen diesem Wohnungsding. Hier ist unser Guide weg. Der kommt auch irgendwie nicht mehr wieder. Und der Piratenkapitän war da und der hat Kanonen verkauft. Ich wollte das eigentlich machen, aber kurz darauf kam irgendwie der Zerstörer. Und ja, danach war der weg. Und ja, ich habe neue Voodoo-Puppen gesammelt. Und ein Horn des Einhorns. Ja. Und hier ist dann die andere Rüstung, die wir bis jetzt hatten. Und ich habe hier eine neue Verkleidung, die habe ich auch bekommen in der Höhle. Hab da ein bisschen Monster getötet. Und eins davon war anscheinend irgend so ein komischer Magier und der hat mir das schon fallen lassen. So, das heutige Ziel ist jetzt nicht bauen oder so. Bis auf jetzt das kleine Stückchen hier. So, fertig damit. Packen wir das gleich mal weg. Wir suchen jetzt was ganz Einfaches. Hier drüben. Oder hier drüben. Oder hier drüben. Jetzt nach diesen Leuchtkugeln, die wir ja sogar schon als Ausrüstung haben, zerstören die und rufen die Zwillinge herbei. Und ja, hier unten sieht man, kann man sogar schon sehen, wo ich jetzt hier gefarmt habe. Ich bin jetzt hier oben. Habe ich hier alles an Titanium mitgenommen, was ich gefunden habe. In der Hölle gab es abnormal viel. Und ja, dann der Schadensmesser ist hier. Und da ja unsere schönen Türmchen, die werden noch verändert, aber das mache ich erst, wenn ich wieder mehr Zeit habe, da jetzt ja mein Urlaub auch schon endet. Und ja, eigentlich habe ich vor, heute keine lange Folge zu machen, aber ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden. Ja, da hinten kommen schon zwei Schleime und da auch einer. Aber die bringen uns jetzt hier auch nichts mehr. Und ja, zu dem Titanium, dass ich mir eine Rüstung gemacht habe, ist ganz einfach. Ein Kollege von mir hat deutlich mehr Spielstunden als ich. Und wirklich, der hat das schon durchgespielt, jetzt von Story-technisch, also von Bossgegnern und. Alter Scheiße, was der an Ausrüstung hat. Also da können wir noch lange nicht mithalten. Und Alter, es gibt so geilen Scheiß anscheinend in Terraria. Boah, ja, auf jeden Fall, von ihm habe ich, der hat mir gesagt, ja, dass man mit dem Titanium nichts wirklich mehr machen kann, außer einen schnelleren Bohrer für normale Sachen. Da gibt es ja auch einen Punkt, den ich euch zeigen möchte. Ach ja, hier habe ich einen neuen Raum gefunden. Ja, hier haben wir dieses Jahr Chlorophyt und das können wir nicht mit dem Titaniumbohrer abbauen, sondern dafür brauchen wir jetzt ein anderes Erz. Und das bekommen wir nur von irgendwelchen Bossen. Ich weiß leider nicht mehr welche. Und ja, deswegen machen wir jetzt die Zwillinge. Ich weiß nicht mehr, waren das zwei Augen? Glaube mal. Ich bin mir aber nicht sicher,
Auf jeden Fall machen wir jetzt die Zwillinge. Schatten ausweichen. Cool. Ich glaube, das liegt an unserer Rüstung. Lol. Ja, nice. Moment. Wie passiert das? Wenn ich getroffen werde? Nee, keine Ahnung. Schnell raus hier. Ah gut, ich habe den Lavaring rausgenommen. So, jetzt müssen wir erstmal so Kugeln finden. Ja, wie ihr seht, hier habe ich dann auch in letzter Zeit dann auch mal alle Altäre abgebaut. Dass wir schön Titanium und Co. haben. Aber dieses Chlorophyt können wir leider nicht abbauen. Was ich auch kacke finde. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen ranhalten. Weil eigentlich will ich nur eine kurze Folge machen, da ich noch weg muss. Ja. Was kriegen wir? Weltenfresser ist aufgewacht. Hä? Okay, dann habe ich was falsch gemacht. Ja, ich habe eindeutig was falsch gemacht. Okay, das war ein bisschen blöd. Ach ja, wir müssen da ja mit den Seelen arbeiten. Fällt mir gerade wieder ein. Ich glaube, der stirbt gerade. Ist er schon tot? Wir haben nur 400 Leben noch. Wellenfresser wurde besiegt. Okay, bis auf Geld hat uns das jetzt gar nichts gebracht. Außer im Moment, wir schon Inventar. Musketenkugeln, die brauchen wir ja nicht. Eine Muskete brauchen wir auch nicht mehr. Dann Dämonit, Schattenschuppen und wo ist Gold? 2 Gold, okay. Das war jetzt wohl sinnlos. Jetzt war schon wieder das Ding da. Teleportieren wir uns halt heim. Ach scheiße, unser Guide ist nicht da. Och scheiße. Wie kriegen wir den Guide wieder her? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Behausungen nicht gewertet werden. Ach ja, wir haben jetzt genug Holz und da können wir uns doch sicherlich schnell was bauen. Dann machen wir uns jetzt mal ein paar Räumchen dazu noch schnell. 8 Stühle. Wären 4 Tische. Und 4 Werkbänke. So, wenn wir das hier ein bisschen versetzen, können wir hier draus 2 Räumchen machen. Ja, die Troller da läuft jetzt auch noch hier rum. Super. Die wohnt, glaube ich, hier sogar. Ich weiß es nicht. Machen wir das hier schnell alles runter, dann können wir das besser hier platzieren. So, dann einen Tisch rein. Ja, super. Tisch. Stuhl. Die redet über Fische. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich glaube, die mag Fische. So, jetzt machen wir hier nochmal das gleiche. So rum. Ich glaube, so reicht der Platz. Lässig. So, dann haben wir jetzt hier schon mal 2 Räumlichkeiten. Wenn wir die Mauer dann hochziehen hier. Ja, machen wir hier einfach eine doppelte Mauer. Und eine Tür. Das ist jetzt einfach alles nur provisorisch, weil wir brauchen dringend den Guide. Achso. Ein Stückchen zu hoch. Machen wir doch nur eine einfache Wand. Ja. So, jetzt checken wir mal. Ist die Behausung gerecht? Geeignet, lol. Toll. Jetzt, ich will raus. So, jetzt haben wir hier noch eine geeignete Behausung. Da ziehen wir jetzt einen von da oben rein. Nehmen wir den Typen da. Wo ist er denn? Wo ist er? Da. Und ziehen den da runter. Dann kann jemand da hin. Oh, das kotzt mich jetzt echt an. Dann machen wir jetzt noch in den neuen Türmen hier auch noch eine Behausung rein. Schön hier alles aufmachen. Steinmauern. Da, Steinwand. So, machen wir das hier auch zu. So, perfekt. Jetzt bauen wir hier nur noch schnell was rein. So. Nein, das war jetzt zu viel. So. Tisch hin. Stuhl. Ja, sorry, dass ich das jetzt hier machen muss, aber wir brauchen dringend den Guide, sonst kommen wir nicht weiter. Wo haben wir eigentlich nochmal die anderen Seelen her? Das weiß ich gar nicht mehr. Ist auch genial. So, jetzt checken wir mal.
Ob das eine geeignete Behausung ist. Machen wir hier auch noch eine Tür hin. Wo sind denn Türen? Schneller. Da. Machen wir uns davon auch noch ein paar einfach mal auf Reserve. Checken wir mal, ob das jetzt auch eine geeignete Behausung ist. Wenn ja, das kotzt mich echt an. Ja. Aber unsere schon fertigen Dinge, wo schon Leute gewohnt haben, ist natürlich keine Behausung, die man benutzen kann. Schwachsinn. Ach ja, da oben spawnen Pinguine. Ich weiß zwar nicht warum, aber sieht doch ganz lustig aus. So, Stuhl dahin, Stuhl dahin, Stuhl dahin, Stuhl dahin. So, jetzt haben wir dann gleich drei neue Behausungen, wo unser Guide sich zurücklehnen und chillen kann. Und dann, wenn das jetzt wirklich nur so funktioniert, müssen wir halt wohl oder übel hier jetzt die ganzen schönen Türmchen mit, ja, mit so kleinen Behausungen ausstatten, worauf ich eigentlich gar keine Lust hatte, weil daraus sollten ja eher so Verteidigungstürmchen werden, wo niemand drin ist, wo einfach die Monster aufgehalten werden. So, jetzt haben wir hier drei neue Behausungen. Ja. Was können wir jetzt denn machen? Nichts. Moment, jetzt, wir gehen jetzt nochmal kurz gucken, welche Seen wir schon haben. Und je nachdem können wir ja schon was machen. Ich glaube, ach hier. 6, 54 davon. Ach ja, wir brauchen Seen des Flugs. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube doch. Ja, dann gehen wir jetzt gerade noch so einen Lindwurm töten. So, wir haben jetzt eine neue Rüstung, die macht uns ordentlich mehr Verteidigungspunkte. Ein Meteorit ist gelandet, schon wieder. Ich habe schon bei meinem Farmen, lol, die Sterne kann ich doch nicht liegen lassen. Habe schon bei meinem Farmen festgestellt, dass wir noch irgendwo einen Meteoriten rumliegen haben. Aber den brauchen wir auch nicht mehr. Oder? Jawohl, noch mehr Sterne. Und hoffentlich kommen jetzt keine großen Viecher. Das wäre richtig kacke. Das wäre richtig kacke. Oh je, er wird schnell. Aber nicht zu schnell. Und da ist der Meteorit gelandet. Zufällig finden wir ihn. Aber wie überall hier einfach Sternschnuppen sind. Schon cool. Den anderen Meteoriten habe ich mal leicht angefangen abzubauen, aber auch nicht richtig, weil... Ach, ich hatte keinen Bock mehr auf den Meteoriten, weil einfach jedes Mal, wenn du den berührst, fängst du an zu brennen. Nee. Lol, da war jetzt das... Ist es jetzt das Viech, das ich denke, dass es sein könnte? Oder ist es... Oh nein, das ist so ein hässliches Viech. Wäre es ein anderes gewesen, wäre ich noch stehen geblieben. Hätte es angegriffen. Ein Pixie. Ja, ja. Also, wir bräuchten noch ein Hörnchen. Also Einhörner, die Hörner davon halt. Dann bräuchten wir noch Seelen der Weisheit. Keine Ahnung, woher wir die kriegen. Und wir brauchen noch andere Seelen. Aber auf jeden Fall, die Seele der Weisheit brauchen wir auf jeden Fall. Lol, wir haben jetzt 19 Sterne gesammelt. Der Weltspeiser. Und da kommt er. Und tot. Ja, locker easy. Da unten lässt er die Flammen liegen. Die brauchen wir nämlich noch. Deswegen hole ich mir die jetzt und lasse die nicht einfach vergotten. Verfluchte Flammen sind leicht wichtig, nur leicht. Da unten geht es richtig ab. Das bauen wir da oben nicht. Oh nein. Ja, lol, jetzt habe ich gerade nichts ausgerüstet gehabt. Das war blöd. Die Sonnenblumen hätten wir eigentlich nochmal pflanzen müssen. Oh, ich dachte jetzt gerade, da ist alles voller Schleime. Oh. Das wäre ein bisschen kacke, wenn hier alles voller Schleime wäre. Wie beim letzten Schleimregen. Obwohl. So, jetzt fliegen wir da hoch. Da ist auch eine Sternschnuppe. Die möchte ich haben. Und wir brauchen sowieso noch Wolke, also als Block, weil ich habe eigentlich noch vor, dass wir uns ein Wolkenschloss bauen, das direkt über unserer Festung schwebt. Warum? Schlossverfahren?
Und weil wir es können. Einfach so, weil wir es können. So. Ach nein, da haben wir ja das Problem wieder. Okay, hier haben wir unseren super, super, super Belebensstrecke hier, ne? Mal schauen, dass wir hier alles... Ach, das könnten wir eigentlich jetzt noch ein Stück weit erweitern. Es sieht schon lustig aus, wenn wir das... Ja, da ist er ja schon. Lol. Ja, das hilft ja extrem gut, muss ich sagen. Also, das wird jetzt locker easy. Ja, der ist jetzt eh gleich schon down. Und hat der uns überhaupt schon einen Schaden gemacht? Ja, jetzt. Und schon ist er tot. Genau. Super. Also irgendwie war es früher spannender. So, dann baue ich das hier jetzt mal ein Stückchen weiter. Dann könnten wir uns da schon mal auf den Zerstörer vorbereiten. So ein kleines bisschen. Nämlich, wenn wir das hier bei einer riesigen Strecke machen, wo wir über Lagerfeuer stehen haben, können wir nicht verlieren. So, mal schauen, ob wir jetzt gleich nochmal einen kriegen. 6 Seelen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Aber wenn er gleich wieder kommt, können wir gleich wieder looten. Komm schon. Da kann doch gleich einer aufkreuzen mal. Aber schön, wenn die Harpien schon krepieren. Gut. Jawohl, da ist er schon. Hm. Lol. Also, mit unserer Mana-Power da hier kriegen wir ihn gut klein. Und der ist gleich schon wieder down. Okay, das war blöd von mir. Der darf nicht unterhalb dieses Dings hier verrecken, weil... Dann haben wir nämlich ein Problem. Wenn mich dann kommen wir nicht an das Zeug ran. 7 Flugseen. Jawohl. Wir töten ihn jetzt einfach noch einmal. Und das würde, glaube ich, dann auch schon reichen. Ich verstehe es nicht. Wann kommt das Schatten ausweichen? Sie werden den nächsten Angriff ausweichen. Lol. Die hat mich getroffen, aber ich bin ausgewichen. Und das ist, glaube ich, der Bonus von dieser Rüstung. Keine Ahnung. Egal. Hauptsache, es funktioniert. So, da und da. Es funktioniert gut mit diesen Wolken. Also da haben wir doch einen richtig geilen Glücksgriff mit diesem Stab da gemacht. Und ja, jetzt müssen wir nur noch warten, bis unser Freund kommt. Ist das die Sonne? Wäre möglich, wäre möglich. Oder ist es der Mond? Hm. Komm, Lindwurm, jetzt komm nochmal. Wir brauchen noch... Lol, da war gerade ein komischer Bug da. Ich habe da oben irgendwie geklickt und plötzlich hat sich das Fenster klein gemacht. Alter Scheiße, hat diese Laterne Riesenreichweite. Guck mal, bis zu diesem Lagerfeuer hat diese Laterne da unten die Reichweite. Davon könnten wir eigentlich auch viele hier drunter hängen. Dann haben wir hier noch Lagerfeuer. Ja, das macht genau das Gleiche. Jetzt komm, Lindwurm. Tanner ist eingetroffen. Map, Map, Map. Das ist unser Guide. Okay, auf geht's. Jetzt gehen wir zum Guide. Wo ist Guide? Guide, 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 Guide. Wir werden den Guide jetzt in einen schützenden Bereich ziehen. Wir lassen den hier, lassen wir da wieder wohnen und den Guide ziehen wir hier runter. Nämlich dann ist er mehr geschützt, weil hier unten ist schon bunkermäßig. So, herstellen. Flugseen. Beetle Wings. Ich weiß nicht, was das ist. Sind auch Flügel anscheinend. Hoverboard allows fly and slow fall. Hold down and jump to hover. Lol. Ich möchte ein Hoverboard. Was ist das? Key Wings, okay. Flügel, 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 Flügel. Anscheinend war es doch ein bisschen nutzlos, die zu farmen. Und dann checken wir mal ab. Metalldetektor und Stopwatch. Speed, Damage per Second und... Okay, das letzte weiß ich nicht, was es bringt. Okay, das ist ja schon nice. Goblin Teach. Ja, ja. Ach, die Katana habe ich auch noch dabei.
Toll, die bringt gar nichts. Und was wollte ich noch zeigen? Okay, nichts mehr davon. Wie kriegen wir jetzt die Zwillinge beschworen? Brauchen wir doch nur die normalen Seelen? Komm. Schnellst stapeln. Nehmen wir kurz mal die Seelen nur mit. 54, Alter. Die farmt man auch ziemlich locker. Ach, jetzt ist der Schamane auch wieder da. Der war auch verschwunden wegen dem Bug da. So, jetzt schauen wir mal schnell. Lol, wir können dann Lichtschlüssel machen. Das Jojo da, wo wir schon haben, kann man da auch ein Lichtjojo machen. Die Lichtscheiben, die sind cool. Aber Hollow Bar haben wir nicht. Soweit ich weiß. Dann Regenbogenstab, da fehlen uns noch ein Horn und Seele der Einsicht. Ach da, das Auge. Irgendein Eisenbarren und drei Linsen. Okay. Haben wir irgendein Eisen, was wir jetzt nicht gerade brauchen? Ja, viele sogar. Komm, geh da runter, Digga. So, also Linsen und Eisen. Linsen und Eisen. Wo haben wir denn die? Alter, haben wir davon viel. Platinum ist aber auch gut. Wir nehmen Ledbar. Ah nee, das geht ja nur mit Tin. Oder doch was LED? Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Schwarze Linsen. Sag jetzt nicht, wir haben keine Linsen. Ach, das sind Linsen. Gut, das sind Linsen. Super. Und bevor jetzt unser Zauberer da. Ah nee, die fallen ja gar nicht runter, habe ich ja ganz vergessen. Weil das jetzt lustig wird. Und sehr schwer. Ach, was mache ich denn da? Ich muss zu einer Werkbank. Oder zum Amboss, ich weiß es nicht. Ich glaube aber eher zum Amboss. Da, mechanisches Auge. Machen wir uns mal 4 Stück davon. Weil das wird lustig. Ob wir das überhaupt beim 4. Mal schaffen, ist auch wieder eine Frage. Ja. Dann packe ich die Seelen jetzt auch lieber mal wieder weg. David ist eingetroffen. Jawohl, der scheiß Pirat ist wieder da. Der scheiß Pirat ist wieder da. Auf zum Piraten. Den lassen wir jetzt hier rein. Komm rein, Digga. Der Pirat ist so cool. Wer ist jetzt eingetroffen? Komm, David. Da, Kanonen. Kann platziert werden. 300 Schaden. Sehr schnell. Für den Einsatz mit Kanonen. Lol. Och nein, wir haben nicht genug Gold. Jojo verkauft. Kanone gekauft. Die Kanone müssen wir unbedingt testen. Und das machen wir jetzt auch noch gleich. Wir setzen die auf diesen Turm hier. Ah, so können wir sie lenken. Perfekt, perfekt, perfekt. Ist er jetzt drin? Natürlich nicht. Ich hoffe, der bleibt da. Dann gehen wir jetzt schnell noch zu Tränken und speziell da. Auch haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Verdächtig aussehendes Auge. Damit könnten wir Auge von Cthulhu beschwören. Ach, wir verkaufen die Barren jetzt einfach mal. Der Typ wird sicherlich dann uns genug Geld geben, damit wir uns noch was kaufen können. Ach, ich mache das mit dem Inventar leeren später. Nach der Aufnahme. Aber erstmal holen wir uns noch eine Kanonenkugel und machen damit. Lol, das sind Enten. So. 8 Gold da. So. Jetzt geben wir unser schönes Gold aus für Kanonenkugeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ganz blöde war. So. Wie funktioniert das Ganze? Lol. Oh nein, bitte hat es ja jetzt kein Loch reingemacht. Das wäre richtig kacke. So, dann checken wir mal. Alter, die Reichweite ist ja richtig kacke. Mann, ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt irgendwie gelohnt hätte. Schauen wir mal, ob das uns Schaden macht. Lol, nein. Also die Kanone war jetzt eigentlich nur Geldverschwendung. Scheiße. Nein. Oh, ich will es abbauen. Ich will die Kanone abbauen. Verarsch mich. Wenn du auf Shift drückst, wählt es automatisch die Kanonenkugeln aus.
komm, jetzt knallen wir den Piraten noch ab. Oder irgendwas, irgendwas müssen wir doch jetzt damit noch abknallen können. Irgendwas. Das Eichhörnchen möchte es. Komm, Eichhörnchen. Komm. Ach nein, das schafft's nicht. Machen wir das da so weg. Nein. So. Einen wegbauen, wegbauen. Kanone. Und. Ja, super. Komm, hoch. Das bringt's genauso wenig. Komm, du blödes Eichhörnchen, komm hier hoch. Komm. Das Eichhörnchen muss doch hier hochkommen. Ich will das mal testen. Komm. Lol. Wie das aussieht. Okay, ja, es hat sich halbwegs nicht gelohnt. Da unser Pirat ja hier nicht rein möchte, kann ich ihm das auch nicht verwehren. Aber wir machen hier wieder zu. So, Leute, das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ciao, bis zum nächsten Mal.